Hallo, willkommen alle zu meinem kleinen Tutorial. Wie starte ich eine 747-800 Boeing? Wie fahre ich von meiner Parkposition zur Startbahn und wie funktioniert die ganze Sache? Ja, damit man auch ein bisschen was sieht, habe ich noch ein zweites Bild mit eingeblendet, dass man auch so ein bisschen was von dem Flugzeug noch sieht beim Start und so. Genau. Wie ihr auch in dem kleinen Bild seht, habe ich auch mit Glück heute mal einen Pushbacker, einen sichtbaren Pushbacker, der uns dann zurückschieben wird. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch dann auch noch richtig. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder drückt man die Tastenkombination Umschalttaste, also Shift und P. Dadurch wird das Flugzeug einfach nur zurückgeschoben. Nur angeblich soll dann ja mit der Tastenkombination 1 und 2 das dann auch gedreht werden. Oh, seht ihr, er fährt schon zurück. Ich halte das mal wieder stehen. Was da nicht immer funktioniert, oder bei mir hat es eigentlich noch nie funktioniert. Ja, ich habe mir jetzt auch was eingebaut, aber da komme ich später zu. Man kann natürlich auch hingehen bei laufenden Triebwerken. Muss ich mal ein bisschen drehen. Wenn man die Taste F2 drückt, dann hat man Gegenschub. Müsste man sehen jetzt an den Triebwerken, wenn man genau hinguckt. Damit würde man das Flugzeug auch rückwärts wegbekommen. Könnte dann auch noch lenken. Was natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Machen wir es wieder rückgängig. Ja. Oder man baut sich halt was ein. Dieses hier, dieses Ground Control. Damit geht das noch besser. Das lasse ich jetzt auch mal an. Und lässt sich damit. Damit kann man auch schön die Geschwindigkeit beim Fahren einstellen, etc. etc. und so ein paar Kleinigkeiten. Jo. Wir werden von Frankfurt starten. Und der zweite Teil in Düsseldorf landen. Ich werde aber, sobald ich dann in der Luft bin, werde ich dann abbrechen und mache dann mit dem zweiten Teil weiter. Das Ganze werden wir dann auch mit einer Flugkontrolle oder mit der Flugkontrolle, diese hier, fliegen lassen, uns dann auch leiten. So, die werde ich mir dann schon mal so ein bisschen in die Ecke packen, damit das nicht so doll stört. Auch mal ein bisschen kleiner machen. Na, jetzt wohl. Lümmel. So denke ich mal, dürfte das gehen. Ich habe jetzt schon im Vorfeld ja die Route eingegeben, und zwar als Instrumentenflug, also IFR, und wollte bloß den Tower rufen, was wir dann auch gleich machen. Aber erstmal werden wir das Flugzeug erstmal zum Laufen bringen. Mit Steuerung und E werden die Triebwerke gestartet. Was sie auch eigentlich machen sollten. Das dauert ein wenig. Könnten wir jetzt mit Shift 5. Muss ich den Ground Control ausschalten? Ja, er macht das auch. So, erste Triebwerk ist gestartet, der zweite wird gestartet. So, dann melde ich mich wieder, wenn alle gestartet sind. So, Triebwerke laufen alle. Was müssen wir machen? Ja, genau, wir müssen erstmal die ganze Beleuchtung einschalten. So. Den ganzen wichtigen Kram. Taxi-Lights. Landing Lights. Wenn das schon mal da oben an ist, können wir es auch gleich benutzen. Ja, dann würde ich sagen, melden wir uns bei der Flugkontrolle.
einstellen. So, ISR-Freigabe anfordern. So, da hat auch 6000 Euro hätte ich jetzt bald gesagt. Nein, wir sollen auf 6000 Fuß steigen. Können wir auch dann auch direkt einstellen. Warte, ich sag eben Bescheid, dass ich das verstanden habe. Ja, sowas hat man normalerweise im Co-Pilot. Also, dass der Chef jetzt auch noch selber alles machen muss, ist ja... Naja, sage ich jetzt nichts. Personal ist auch nicht mehr das, was es war. Alles klar, wenn wir dann soweit wären, wollen wir die Bodenkontrolle rufen. Das können wir auch schon machen, wir sind ja soweit. Und fordern die Rollfreigabe an. So, wir starten auf der Landebahn 7L und sollen den Rollweg NLEAL fahren. Und den Kontroll rufen, wenn den Kontrollturm, Entschuldigung, rufen, wenn wir dann soweit sind. So, jetzt bestätige ich das Ganze nochmal und schalte hier unten die fortlaufende Rollanweisung ein. Damit haben wir dann eine Linie auf dem Boden, an die wir uns richten können. Wenn ich jetzt ja, da nichts sehe. Nicht verstellen alles hier. Jetzt komme ich gar nicht mehr klar. Klicke ich mal da oben hin. Sehen wir auch, ob wir rechts, links oder... Aha. Man kann sehen, wir müssen nach rechts fahren. Das heißt, der Dschungel, den hätte ich auch mal ein bisschen besser hinstellen können, glaube ich. Der muss nach so gedreht werden, dass der dann mit der Nase nach rechts steht. Also das heißt, nach links gedreht. Das können wir ausschalten. So, jetzt rufe ich mal diesen Ground Control an. Und das ist das, was ich meinte. So, 70. 90, 70. Ja. Tolle Maße. Stelle ich jetzt ein nach links. Man kann auch nach rechts einstellen. Wir wollen aber nach links wegschwenken. Hier könnte ich, wenn das, wenn der Weg noch sehr weit wäre, könnte ich hier noch zusätzlich angeben, dass er geschoben wird. Aber das ist sehr knapp. Und deshalb werde ich da auch nichts an. Geben. Ja, dann lassen wir uns mal, ich werde das mal halt, das ist aber auch heute. Werde ich das mal einschalten, so dass man es auch sehen kann. Bremse müsste natürlich an sein. Gut, dann rufen wir den mal. Ja, Cockpit. Go ahead. Ready for pushback. Okay, steering pin inserted, release brakes. So, wir sollen die Bremse lösen. Okay, pushing back. Er schiebt uns zurück. So wie ich wollte, wird er uns auch in die richtige Richtung drehen. Ja, es ruckelt ein bisschen. Ich weiß, mein Rechner ist nicht der tollste. Ich habe auch alles ein wenig hoch eingestellt. Aber man will ja auch was zeigen. Und wenn es nur ruckelt. So schlimm ist es auch nicht. So, jetzt soll ich die Bremse wieder reinhauen. Machen wir. So, er haut ab, gibt uns dann gleich noch die Meldung, dass alles frei ist. So,
Gut, das war's dann. Ich werde jetzt aber mal nicht so schnell rollen. Das war einfach die Sache natürlich ungemein. Man braucht nicht viel mit dem Gas stellen. Stellt ein, welche Geschwindigkeit man haben will und dann fährt man ganz gemütlich Richtung Landebahn. Immer schön der Linie nach. Können wir auch mal ein bisschen Gas geben. Das mache ich übrigens mit dem Mausrad. Man kann auch klicken, aber ich drehe hier am Mausrad. Also ich drehe sozusagen am Rad und dadurch werde ich dann auch beschleunigt oder gebremst oder was ich halt haben will. Na gut, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Dann überspringen wir das mal kurz. So, ich bin jetzt an der Startbahn angelangt, werde jetzt den Kontrollturm rufen, Streckenvergabe. Okay, wir sollen also auf die Bahn rollen und warten, bis wir Freigabe bekommen. Machen wir das mal. Brauchen wir ja nicht so schnell sein. Vor uns ist auch übrigens die ganze Zeit ein Flieger hergefahren. Und sah ganz lustig aus. Hätte das ganze Ding jetzt noch um, was weiß ich, wie viele Minuten gestreckt, das wäre also schlimm gewesen. Na gut, lassen wir uns erstmal auf die schön gemütlich auf die Bahn rollen. Da müssen wir auch noch ein paar kleine Voreinstellungen machen. So, und schon haben wir auch die Starterlaubnis. Nur ein bisschen ausrichten. No, einmal bestätigen. Da, clear for takeoff. Okay, dürfte so ungefähr stimmen. Alles klar, dann anhalten. Bremse rein. So, ich gehe jetzt hin und stelle immer schon die Geschwindigkeit so auf 250 ungefähr. Das reicht dann zum Abheben. Hat natürlich auch einen Grund. Und zwar kann ich diese Landeklappen nur bis zu einem bestimmten Punkt ausfahren. So kann ich die jetzt zwei Stufen rausfahren auf 5 Grad. Und das geht auch nur bis 260. Würde ich dann automatisch schneller fliegen, müsste ich die wieder einfahren beim Start. Und ja, das ist mir jetzt alles zu kompliziert. Gut, was ich mache, ich halte schon mal den Höhenschalter. Den schalte ich schon mal ein. Speed einschalten, den müssen wir auch anhaben. Flight Director. Mach aber noch keine
Ja, die Automatik lasse ich noch raus, weil die würde beim Start noch stören. Ja, denke ich mal, wir sind soweit, wir können starten. Ich stelle jetzt Speed ein. Damit fährt er die Motoren hoch. Das geht immer, ob jetzt Autopilot an ist oder aus ist, ist egal. Ja, Moment, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Gut. Die sind also auf Vollgas und jetzt können wir die Bremse lösen. Und dann geht's ab. Ich hoffe, es geht alles gut, weil meistens, wenn man irgendwas versucht zu erklären, geht's in die Hose. Dieser halt eben dieser Vorführeffekt, aber naja, sieht bis jetzt gut aus. No, von der Geschwindigkeit her sind wir auch gut. Jetzt könnte ich langsam die Nase hochziehen. Jawohl, und er hebt ab, Räder rein. No, und jetzt drücke ich auf Z, mache damit den Autopilot an. Und schon übernimmt er die Steigrate automatisch. Man kann die Flügel auch anfahren, also die Landeklappen, die Flügel, ja. Genau, die Flügel, und dann fallen wir runter. Und so steigen wir jetzt langsam auf die 6000 Fuß, ja. Okay. Ich werde gleich die Richtung angewiesen kriegen, die ich fliegen soll. Da warten wir noch eben drauf und bis wir auf die 6000 Fuß sind. Und dann denke ich mal, haben wir das erste schon mal geschafft. So. Ja, und da haben wir auch schon unsere Anweisungen. Wir sollen Kurs 315 fliegen und auf 6000 Fuß steigen. Wenn wir dann auch gleich machen. Na, jetzt 285. Stellen wir das mal hier ein. Nein, da. Wir haben schon fast die 6000 Fuß. ...185 einschalten und ja, und jetzt können wir auch die Geschwindigkeit erhöhen. Wenn wir bis 350 Knoten hochgehen. Das war zu viel. Bisschen zurück. Ist manchmal nicht so einfach. Ich mache mal Pause. Dann wackelt das nicht so hin und her und dann lässt sich das auch ein bisschen einfacher einstellen. So. Oh, entschuldigt bitte. Ja, werde ich bestätigen. Ja, damit wären wir eigentlich schon noch nicht ganz durch. Wir müssen noch die Startbeleuchtung ausmachen. Man es auch ganz. So. Und ich würde sagen, wir sind auf dem Weg nach Düsseldorf. Zweiter Teil werde ich euch zeigen, wie wir dann halt eben das Anflugverfahren machen und ja, was man da so einstellt, was man zu beachten hat. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich habe nicht zu viel falsch erzählt. Jo,
Dann wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.